Welcome to Rockets Fan TV. Rockets Fan TV wird euch präsentiert von N3W. www.n3w.de. Pressekonferenz nach dem Spiel der EG Dietz Limburg gegen die Saale Bulls endet 4:0. Zu meiner linken Trainer der Saale Bulls Ryan Forster, zu meiner rechten der Heimtrainer. Wie immer das erste Statement vom Gästetrainer. Erst einmal schönen guten Abend an alle Zuseher zu Hause. Ich finde eigentlich ein sehr ausgeglichenes erstes Drittel. Dietz hat ein sehr starkes Vorcheck gemacht. Die haben uns sofort unter Druck gesetzt. Die haben dann eigentlich sehr gut gemacht. Es war Chancen auf beide Seiten. Es war ein offenes Spiel, noch die erste Drittel. Im zweiten Drittel haben wir natürlich die schnelle erste Tor geschossen. Das war für uns wichtig. Und dann gleich danach den Powerplay, 5 Minuten Powerplay, wo wir natürlich, wir haben die Qualität vom Spieler. Wir schießen die Tore und natürlich die letzte Drittel. Das war auch ein bisschen ausgeglichen, finde ich. Für uns war wichtig natürlich die 3 Punkte heute. Ich muss mir loben, Dietz, ich finde mir, die haben sehr stark gekämpft. Aber so wie gesagt, am Ende, ich finde mir, der Unterschied war die Qualität von unseren Spielern. Wir haben 2 Top-Ausländer. Wir haben nur mit 12 Spielern gespielt heute, aber weißt du, die Qualität des Tores ist enorm, sehr groß. Und das für mich hat den Unterschied gemacht heute. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch noch zum Sieg. Jan Pankowski, Ihr Statement zum Spiel. Ja, Ryan, erstmal Glückwunsch zum Sieg. Wir wussten, dass Halle heute mit 2,5 reingekommen ist. Wir wollten es denen von Anfang an schwer machen. Und das, wir haben gesagt, wir jagen die durch alle Zonen und wollten aggressiv spielen. Wir waren in der Defensivzone wieder zu passiv. Ich weiß nicht mal, ob die Spieler sich darauf ausruhen, dass da ein guter Torwart hinten drin steht. Ich weiß es nicht, aber da sind wir definitiv zu passiv. Wir schauen uns zu sehr um, wo die Scheibe ist und suchen nicht den Gegenspieler vor dem Tor. Lassen zu viele Chancen zu, weil dann machen wir noch individuelle Fehler. Aber trotzdem muss ich sagen, dass wir es in den phasenweise sehr gut gemacht haben. Andererseits, wie gesagt, haben wir einfach, natürlich, wir wissen um die Qualität von Halle. Wenn wir Fehler machen oder viele Fehler machen, dann wird uns das auch zum Verhängnis. Und beim 2-0-Stand im dritten Drittel haben wir dann noch versucht, alles reinzuwerfen. Wir haben den Torwart gezogen, ziemlich früh, 3,5 Minuten vor Ende. Wir hatten auch eine sehr gute Druckphase. Aber wenn du 5-mal aufs Tor schießt im dritten Drittel und 21 Torschüsse zulässt, dann kannst du kein Spiel gewinnen und keine Punkte holen. Natürlich haben wir gegen den Erstplatzierten heute gespielt. Natürlich war es Halle. Aber wir haben da auf dem Eis normalerweise keinen Respekt vor und wollten auch den Respekt gar nicht entgegenbringen. Wir haben gekämpft. Am Ende reicht es wieder nicht. Das tut mir leid für die Mannschaft. Trotzdem, wie gesagt, wenn du im dritten Drittel so viele Torschüsse zulässt, dann kannst du kein Spiel umdrehen. Dankeschön. Bei euch haben heute einige gefehlt. Wie schaut es aus? Kommen die schnell wieder zurück oder wird es da ein bisschen eng, vielleicht sogar mit den Playoffs bei dem einen oder anderen? Ja, ich meine, die Playoffs ist lang entfernt. Es fängt für uns, ich glaube, erst Mitte März an, haben wir genug Zeit jetzt. Ich warte mir eigentlich die nächste Woche auf gar keine, dass gar keine zurückkommt für das Wochenende. Aber es ist, wie das ist. Wir haben nur 2 Spiele nächste Wochenende, haben wir kein Spiel unter der Woche. Natürlich, wenn wir auch unter der Woche spielen hätten, war wahrscheinlich kein Problem. Aber so wie gesagt, es ist, wie das ist. Und hoffentlich in den nächsten 2 Wochen kriegen wir 2 oder 3 Spieler zurück. Okay, super, dankeschön. Hoffe ich für euch, dass alle wieder schnell dabei sind und dass ihr von Corona verschont bleibt. Das ist ja auch immer noch das Gespenst, was so ein bisschen über allem schwebt. Du hast jetzt endlich deinen Kader zusammen, hoffentlich. Kannst jetzt im Training endlich arbeiten. Wo wird dann der Fokus da liegen?
Wir müssen weiter daran arbeiten, dass wir organisiert in der defensiven Zone sind und eins gegen eins auch in der defensiven Zone spielen. Wie gesagt, wir verlieren immer noch die Leute in der eigenen Zone. Alle schauen immer noch zur Scheibe. Es sind einfach grundlegende Fehler, die wir da machen. Natürlich, wir haben noch ziemlich viel vor uns. Also wir haben mit der defensiven Zone angefangen, wir müssen da auf jeden Fall weitermachen, aber natürlich geht es auch darum, dass wir auch Tore schießen, Chancen kreieren. Wir müssen wieder den Scoring-Touch irgendwie reinkriegen. Das heißt also, wir werden auch nach vorne hin weiterarbeiten. Bulli-Spiel ist bei uns auch eine Katastrophe. Wir verlieren da die Männer, sobald wir die Bullies verlieren. Also wir haben noch ziemlich viel Arbeit vor uns, natürlich, ja. Dann hoffen wir, dass wir durch harte Arbeit, gute Arbeit schnell da wieder auf die richtige Bahn kommen. Meiner Meinung nach sind wir schon auch ganz gut auf einer richtigen Bahn wieder. Wir bedanken uns, dass ihr heute wieder zugeschaut habt, wünschen euch eine gute Heimreise, dir auch eine gute Heimreise und sehen uns dann hoffentlich demnächst wieder. Macht's gut, schönen Sonntag noch. Ciao.